Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Und zwar RLCraft. Ja, wir spielen wieder eine Runde Minecraft. Und eine Freundin von mir hat RLCraft angefangen und hat gesagt, das ist voll geil, ich soll es mal probieren, das ist heftig. Ich habe gedacht, ich mache es gleich mal in einem Let's Play, wenn es so schlimm sein soll. Schauen wir mal. Ich bin Terra Firma Craft Veteran, aber ich glaube, das bringt mir bei Drachen wie jetzt in diesem Hintergrund nichts. Sind 125 Mods installiert aktuell. Ich habe mir den Mod von bei Shavinsky RLCraft, die Version von Tekkit runtergeladen, weil muss ich mir nicht die Mühe selber machen. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Multiplayer, nicht Multiplayer, Singleplayer und createn mal eine World, die nennen wir einfach mal ganz, ganz easy Let's Play. Machen wir mal Survival, was können wir denn hier einstellen? World Tile, Superflat, Large Biomes, Amplified, Customized. Lost Cities. Huh. Lassen wir mal auf Default. Generate Structures on allowed Cheats off. Nein, nein. Nee, brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, Create New World. Bin jetzt echt gespannt, wie schlimm das sein wird. Bin gespannt, ob vor allem, ob es mein Rechner da bleibt. Ich habe jetzt Minecraft 16 GB RAM zugewiesen und eine hohe Priorität. Also eigentlich sollte das funktionieren. Aber wie gesagt, das letzte, was ich gespielt habe, war Terra Firma Craft. Oh, okay. Analysieren. Da vorne bewegt sich was. Da ist was. Das schaut mir so aus wie aus einem Film aus. Kann ich das aufheben? Oh shit! Okay, was war das? Ein Deathwurm, okay. Das ist wahrscheinlich wie der Wurm aus dem einen Film. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Filmnamen. Vielleicht finde ich ihn nur raus und lasse ihn jetzt hier mal wie einpoppen, ansonsten nicht. Wo es diesen Wurm gab, der im Boden war und nur Bewegungen feststellen konnte. Und ich habe gerade Bewegungen gemacht. Respawn. Okay. Wait a second. Okay. Auch nicht schlimm. Steinchen. Steinchen. Zwei verschiedene Steinchen. Ha, Kohle. Perfekt. Brauche ich nur noch einen Baum. Also da ich vermute, dass ich wenn man. Das ist echt der Bahn in der Mitte zur Hölle. Schau mal an. Vielleicht mache ich auch mal eine Folge oder eine Serie wie Terra Firma Craft. Ich meine, ist das eine geil, scharfe. Perfekt. Da war ein Stick, oder? Ah, okay, muss ich aufheben. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool mit dem Mod sozusagen, dass du das aufheben musst. Das macht es so ein bisschen mehr interaktiv. Snow kriege ich nicht, das sieht's perfekt. Bedeutet, ich muss auch alles aufsammeln, was ich habe. Gut zu wissen. Kann ich Gras aufsammeln? Nein, kann ich nicht. Kann ich Äste abschlagen so? Let's try this. Nope. Bedeutet Invent. I. Ah nee, warte mal, falsches Spiel. Ah, auch ein 2x2 Inventar, wie bei Terra. Nicht wie bei Terra Firma Craft. Mod Version. Ah, es gibt schon eine neue Version. Okay. Creatures. You currently don't have any creatures added to your beastery. Okay, Pets. Index. Ja, damit müssen wir vielleicht mal auseinandersetzen. Ich wollte da eigentlich jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich was craften. Farming Building. Ich habe Skill Points. Ey. Farming, Gathering, Mining. Hold Shift for Description. Adds a small change to mine to cope. Was? To mine to... Was ist mit meinem Bildschirm?
Mein Overlay verändert sich irgendwie. Ist mir, mir ist kalt. Bewegen. Ist das besser? Oder liegt es daran, dass ich in einem kalten Biom bin? Da vorne scheint ein warmes Biom zu sein. Und auch Schafe. Okay, jetzt ist mir eiskalt. Aufwärmen. Bewegung. Anderes Gebiet, ganz schnell. Ah, perfekt. Da bleiben wir jetzt mal stehen, weil ich würde jetzt gerne immer noch mein Inventar hier auschecken. So, was ist das hier? Rezeptbuch. Ah, warte mal, ich habe hier Flint Pickaxe, Flint Knife, Flint Shovel, Flint Shard, okay. Plant String, Plant Knife, dafür brauchen wir Flint Shard. Mhm, mhm. Das könnte ich herstellen, das nicht, das auch nicht, das auch nicht. Gut, dass ich das hier sehe. Ich brauche Flint. So, wo zum Fick kriege ich denn Flint her? Oder gibt es vielleicht auch mit sowas wie dir hier? Scheint nicht so zu sein. Hm. Ich nehme mal die Seeds mit, weil wir müssen sie ja irgendwann wahrscheinlich auch essen machen. Ich muss doch hier wahrscheinlich irgendwo was rauskriegen. Was ist das? Ah, Eicheln. Jawohl. Ah, jetzt sicher mal ein Let's Play über Terraformacraft machen. Der entwickelt sich ja gleich immer noch. Der liegt gerade in der Version 1.12 zur Verfügung. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Sehr, sehr ruhig hier. Ich traue einer Ruhe in einem Spiel nie. Vor allem nach dem Todeswurm vorhin. Oh, mir geht schon wieder was aus. Warte mal, vorne waren mehr. Da kann ich... Sicher, jetzt wird mir wieder kalt, sicherlich, weil... ist ja kalt hier. Oder? Gleich kommt es doch... es ist... Was bist denn du? Geh weg von mir. Deine Hörner will ich nicht bei mir. Keppel Slice. Nur was trinken. Au! Ich habe gerade New Recipes unlocked. Ich will hier trinken. Okay, ich habe jetzt ein Gravel. Ich traue dir nämlich. Was bist du für ein Fisch? You've knowledge and silence. Das war nicht mein Plan. Jetzt passiert. Hyperthermie. Oh, scheiße, mir ist schon wieder kalt. Ah! Muss in die warmen Gefilde. Hallo. Autsch. Wow. Hier ist warm. Warte mal, wie war das Haar? Ja, schaut doch alles gut aus. Bla 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 bla. Ich habe das vorhin einmal durchgelesen, als ich... Ah, okay, also hat alles ein bisschen Damage genommen. Ich sehe nichts mehr. Aber vor allem habe ich noch nicht verstanden, wie das hier genau funktioniert. Das ist Clay. Cursed Dirt. Kann ich Gravel irgendwie zerkleinern?
vielleicht kann ich so ein bisschen Holz hacken. Warte mal. Die Ureinwohner werden auch mit einem Stein mal auf Holz gehackt haben. Baum fällt. Okay, halten wir fest, ich habe noch nichts zu trinken. Ich habe absolut gerade keinen Plan. Ich muss dich leider zugeben, ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Ich habe überall eins von drei. Hallo? 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 Ich mag diesen Dynamic Trees Mod. Muss bloß immer aufpassen, wenn man von Minecraft verwöhnt ist, auf Blättern springen zu können. In dem Fall. Aber irgendwie, wie kriege ich Flint? Das ist schon mal die erste Frage. Warte mal. Kann ich hier herausfinden, wie ich Flint kriege? Flint Shard. Flint plus Iron Knife. Bravissimo. Ich brauche Flint Shard. Kriege ich das raus, wenn ich, keine Ahnung, hier noch ein paar Mal drauf klopfe auf die beiden Sachen hier? Nachdenken. Also nicht wieder. Aber rein theoretisch kann ich doch Gravel zerlegen, oder? Was ist denn das? Open the item tree file. Das war falsch, da hat sich jetzt eine Textdatei geöffnet im Hintergrund. Ups. Auto refill. Skills. Kannchen dick. Okay, kann nicht durchfallen. Ich versinke bloß. So, warte, ich mache jetzt mal was typisch Minecraft-mäßiges. Stirb. Ich war Porcher. Schon mal perfekt. Kugelhuhn, Truthahn. Der kann fliegen. Mein Essen kann fliegen. Was soll denn das jetzt? Das hat 10 Leben. Was gibt ein Kugelhahn für Futter? Bum, tschuk, bum, tschuk, bum, bum. Federn. Und Turkey Legs. Lecker. Ich hab Hunger. Gib mir dein Leben. Okay. Also, gehen wir es faktisch an. Ich hab gerade absolut keinen Plan. Und ich sehe gerade Fußdrücke. Fußspuren? Irgendwie muss ich doch. Lass mal Kies, gib mir eine Sekunde. Ich weiß, ist schon wieder kalt. Warum kann ich den Gravel jetzt gerade. Jetzt kann ich ihn aufnehmen. Wie zur Hölle kann ich. Lass mich mal hier durch. Oder muss ich vielleicht mit einem Stick auf Gravel einkloppen? Warte mal. Stick. Gravel. Das ist ein Stein, scheiße. Ich kenne was zu machen, macht das allein schon einen Unterschied. Da vorne ist ein komisches Wasser. Ich klopp dich.
Was ist? Hä? Hä? Was ist hier gerade passiert? Also, ich bin nicht bekloppt, das seht ihr auch, oder? Oder ist es, weil ich Durst hab? Ach, im Inventar ist hä? Der Bildschirm ist okay, das Spiel ist im Arsch. Denke ich. Ich sehe nichts mehr. Verdurste gleich, weil ich noch nicht weiß, wie ich was trinke. Am Meer muss ich vielleicht im Lande drinnen im Wasserpaddel finden. Kann ich eigentlich diese komischen Teile hier essen? Warte mal. Das hat ein Farming Aid. You don't... Ja, ich brauche Requirements. Da ist eine alte Hütte. Wenn ich mir von der jetzt noch was abbaue. Wenn ich in der Zeit noch was sehe, eher gesagt, weil irgendwie sehe ich gleich nichts mehr. Okay, das ist frustrierend. Ich bin mit bestem Wissen und Gewissen hier rangegangen, aber ich verstehe gerade absolut nichts. Da hinten ist ein Zombie. Ach, guck mal, der Mod ist auch noch da. Hallo. Hallo. Und ich sehe zwar nichts mehr, aber okay. Hey, wie hast du mich getroffen? Ah, ich habe kein Wasser mehr. Warte, da ist der Paddel. Trink doch. Das war doch Frischwasser, oder? Vielleicht sollte ich mich doch mal kurz informieren. Vielleicht hat sie es doch recht. Ich sollte mich informieren. Ich habe gedacht, ich gehe mal blind rein. Aber irgendwie muss ich ja... Ich muss irgendwie an Flintteile kommen. Damit ich die Waffe machen kann. Irgendwie Werkzeuge produzieren. Und dann irgendwie schauen, dass ich mir Wasser hole. Weil irgendwie kann ich nicht einfach trinken. Also ich habe gedacht, ich kann damit so ein bisschen... Ich kann mit so ein bisschen Logik, Verstand rangehen. Scheint irgendwie nicht so der Plan von diesem Spiel zu sein, mir die Logik zu geben. Oh, jetzt ist es dunkel, toll. Huch. Guck mal, da ist Licht. Ich guck mir das kurz an. Ich sterb doch so oder so wieder. Hallo. Warte mal. Ah! Nicht zielen! Halt, das Deck gerade voll. Ich weiß nicht, wieso es weg. Wächst mir nicht. Alter, es leckt gerade irgendwie voll. Was ist jetzt hier? Ich glaube, das Reinladen hat immer. Oh, ich hab Bluteffekte. Ich hab Bluteffekte. Aua. Hör auf damit! Na gut, Leute. Okay, ich informiere mich jetzt vielleicht erstmal über diesen Mod. Über diesen Modpack. Und dann machen wir weiter, würde ich sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.